Oida, was geht ab, Leute? Team Hubble hier. Heute mal mit einer neuen Ankündigung. Und zwar ist ja letztens unsere Line der Liga zu Ende gegangen. Echt cooles, lustiges Projekt, hat Spaß gemacht. Schaut es nochmal rein, falls ihr Bock habt. Und heute eben die Ankündigung, dass wir die Line der Liga jetzt dann mit unserer Strifewire Liga ersetzen. Wir bringen die TPT League auf Strifewire zurück. Dank dem Kartensalon, der das Ganze sponsern wird. Wird wieder Top-Preise geben, also eigentlich dieselben wie davor. Die Kartenmarket halt gesponsert hat, nur eben jetzt von Kartensalon. Kann der Gewinner 10 Euro Gutschein beim Kartensalon gewinnen und der zweite 5 Euro. Ansonsten ist es genauso wie die TPT League, die wir davor hatten, letztes Jahr, bevor die Line der Liga anfing. Die war auch ganz lustig, kam gut an und die Jungs aus dem Team haben sich eben dazu entschlossen, die TPT League zurückzubringen. Diesmal aber zu einer neuen Zeit, und zwar wird die immer Sonntagabends stattfinden. Haben wir uns überlegt, passt das vielleicht besser rein am Ende der Woche. Sonntag hat man eh nicht viel zu tun und dann kann man noch am Abend noch chillig ein paar Duelle durchführen. Problem ist jetzt nur, dass Dan keine Bilder mehr hat. Wir schauen noch, wie die Lage sein wird bis dahin und was die Leute halt, die Teilnehmer so wollen. Also wir sind da relativ frei und flexibel, also wir können das auf DevPro machen oder eben auf DN ohne Bilder. Also ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr besser finden würdet. Also DN oder DevPro. Ansonsten alle Infos, wie man sich anmelden kann und so, unten in der Beschreibung. Einfach auf strifewire.com und dann zu Yu-Gi-Oh! Da sind alle unsere Turniere. Ansonsten muss ich, glaube ich, nicht erklären, wie die Seite funktioniert. Also über die gibt es halt eben die Pairings. Einfach anmelden auf der Seite, irgendein Username angeben und dann bei unseren Turnieren anmelden. Und das war's dann auch schon. Das Praktische ist halt, alles ist automatisch, nachdem ihr euch angemeldet habt. Und es gibt auch noch Check-in-Phase und sowas, also ziemlich cool. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr könnt. Das erste Turnier wird am Sonntag, den 10. April stattfinden. Und ab dann hoffentlich wieder jede Woche, Sonntag, wöchentlich. Wie gesagt, Problem ist halt DN jetzt, mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Aber gebt einfach eure Meinung dazu ab, also DevPro oder DN. Ansonsten vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business und hoffentlich sehen wir uns am Sonntag. Oida, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mich.